Was jetzt kommt, ist echt heftig, aber jede Frau sollte darüber Bescheid wissen. Es geht um Bikinis, die man so anprobiert. Wir haben die Höschen in den Läden mal ins Labor geschleppt. Das Ergebnis ist einfach unbeschreiblich und sie sollten echt nie wieder bedenkenlos Bikinihöschen und Ähnliches in Geschäften ausprobieren. Eva Rullmann und Marc Mombauer sagen Ihnen, warum. Er steht für den Sommer wie kein anderes Kleidungsstück, der Bikini. Doch das bisschen Stoff birgt große Gefahren. Wie verseucht sind die knappen Höschen, die in den Läden hängen? Noch ein wunderbares Exemplar, was schon fast zugewachsen ist, wenn man das dann sieht. Ein Ergebnis, bei dem einem schnell die Urlaubslaune vergehen kann. Für unseren Test haben wir Dutzende Bikinihöschen von der Stange in ein Labor geschickt. Dort werden Proben genommen. Nach ein paar Tagen wird sich dann zeigen, wie hoch die Belastung mit Bakterien und Pilzen wirklich ist. Doch wie handeln es die Bikini-Käuferinnen denn so mit dem Anprobieren? Bleibt die Unterwäsche an? Getarnt als Shopperin fragt unsere Reporterin nach. Ziehen Sie die Unterhose aus, wenn Sie die Bikini-Höschen anprobieren? Oder lassen Sie ich ziehe die immer so an den Seiten runter. Wie machen Sie das denn beim Anprobieren? Lassen Sie die Unterhose an oder ziehen Sie sie aus? Was für eine. Dann ziehen Sie aus. Sie probieren das. Ja, genau, so ein Plastikding, ne? Aber das ist nicht. Ja. Aber ohne Unterhose oder wie? Ja. Ja. Das sitzt auch besser dann, ne? Ohne Unterhose. Wir geben uns zu erkennen und haken bei der Kundin nochmal nach. Also mal so Hand aufs Herz, bisschen unhygienisch ist das schon, oder? Ja. Warum machen Sie das dann trotzdem? Das weiß man doch nicht, ob es sitzt. So muss es ja anprobieren, die sitzen ja alle anders. Viele Frauen nehmen es offensichtlich nicht ganz so genau mit der Hygiene beim Anprobieren. Bereits im vergangenen Jahr schickten wir unsere Reporterin los. In verschiedenen Geschäften gab sie vor, die Bikinihose ohne etwas darunter anprobieren zu wollen. Das ist schon ganz okay. Das sieht drunter. Wenn sie es direkt kaufen, ist es eine andere Sache. Ja, grundsätzlich schon mit irgendwie einer Unterhose. Also zur Not geht's auch so. In 2 von 3 Läden ließ man unsere Reporterin in die Umkleidekabine, obwohl bekannt war, dass sie die Bikinihose angeblich ohne etwas darunter anprobieren will. Jetzt, ein Jahr später, machen wir bei genau denselben Geschäften den Test noch einmal. Haben Sie Ihre Konsequenzen gezogen? Ich habe jetzt nichts drunter. Nee, dann bitte nicht. Kann man nicht machen. Hier ist ja eigentlich ein Schutz drin. Ja, aber trotzdem. Also, das ist eigentlich nicht so eine Sache. Also, nur mal kurz rein, raus. Die Verkäuferin ist zwar nicht begeistert, lässt unsere Reporterin schließlich aber doch in die Umkleide. Im Gegensatz zu unseren anderen getesteten Läden. Und wenn ich es jetzt einfach so schnell anprobiere? Das geht leider nicht. Sie möchten das ja wahrscheinlich auch nicht, wenn das jemand anderes macht, ne? Kann ich das nicht schnell anprobieren? Ja, dürfen wir nicht. Aber da ist doch so ein Schutz drin. Nee, trotzdem aus hier bin ich übrigens. Wir sind letztes Jahr hier sogar getestet worden. Sie könnten auch eine Testperson sein, wer sagt man das? Hier hat unser Test anscheinend etwas bewirkt. Schon im letzten Jahr ließen wir die gekauften Bikinis auf Keime und Pilze untersuchen. Das Resultat war selbst für unsere Expertin schockierend. Fast 70% der Höschen waren verunreinigt. Und auch diesmal verheißt die Miene unserer Expertin nichts Gutes. Wir haben 2 oder 3 wunderbare Exemplare, die sehr stark bakteriell besiedelt sind. Das sieht man ganz gut. Das sind diese kleinen Stippen, die überall drauf sind. Das sind Bakterien. Da haben wir noch ein wunderbares Exemplar, was schon fast zugewachsen ist, wenn man das dann sieht. Also das bedeckt dann schon fast die ganze Fläche. Da muss wirklich viel in der Hose gewesen sein. Doch das ist nur die Spitze des Eisberges. Das Gesamtergebnis ist genauso alarmierend. Diese Auswertung, die wir jetzt hier gemacht haben, ergibt einen Befall mit Bakterien und Pilzen, das ist ja meistens ein Mischbefall, von 80%. Das ist natürlich extrem hoch. Das heißt, dass man ja davon ausgehen muss, dass wirklich fast jede dieser Hosen anprobiert wurde ohne Unterwäsche. Und das ist erschreckend. Um sich vor solchen Ekelhöschen zu schützen, hilft es schon beim Anprobieren selbst, die Unterwäsche anzulassen. Denn Bakterien und Pilze gelangen nicht durch Stoffe. Und nach dem Kauf die Bikinihose unbedingt erst einmal waschen.